Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu The Lego Movie 2. Worum geht es in diesem Film? Wir begleiten, wie auch schon im ersten Teil, Emmett, der wieder einmal die ganze Welt retten muss vor der Apokalypse, vor dem Untergang, und wir starten auch direkt am Ende vom ersten Teil mit der Invasion vom Planeten Duplon. Wie ist das Ganze umgesetzt? Lego Movie 2 ist eine klassische Fortsetzung, die dem gleichen Rezept bzw. der gleichen Formel vom ersten Teil folgt. Wir haben hier wieder mal eine Anspielung auf ein Setting, welches man aus anderen großen Filmen kennt. In diesem Fall, gerade am Anfang, ist es Mad Max. Dann haben wir wieder die gleiche Formel, alles größer, weiter, schneller. So, in dieser Richtung geht das Ganze. Auch der Ich finde alles super Song ist in einer Neuauflage wieder mit dabei. Es ist einfach, wie man es vom ersten Teil gewohnt, einfach oder kennt, einfach bescheuert, abgedreht, aber irgendwo auch unterhaltsam. Leider hat The Lego Movie 2 zum Ende hin ein paar Längen, die vielleicht man sich hätte sparen können. Der Film ist auch auffallend lang, mit knapp 2 Stunden, meine ich, auf der Uhr gesehen zu haben. Da wäre etwas weniger tatsächlich mehr gewesen. Die Story ist aber dennoch mal überraschend gut und auch komplexer als erwartet umgesetzt worden. Das hat mich persönlich schon ein wenig überrascht. Trotz dieser etwas komplexeren Story ist sie aber wenig fordernd, also eher eine leichte Film. Die uns hier erwartet. Wie ist die technische Umsetzung? Was bei Lego Movie 2 wirklich besonders auffällt, ist die für einen Stream herausragende 4K-Qualität. Ich muss dazu sagen, ich war nach den enttäuschenden Amazon-Ausflügen der letzten Zeit ein bisschen enttäuscht, ob überhaupt noch irgendwo 4K-mäßig mal was auffällt. Bei The Lego Movie 2 muss man sagen, ist es ganz klar zu sehen, dass es sich um einen 4K-Stream handelt. Auch der Ton steht dem in nichts nach, er ist wirklich schön klar und druckvoll umgesetzt, wobei ich jetzt bei dem letzten Tief-Bass-Elementen, muss dazu sagen, das Gefühl hatte, ich habe in relativ kurzer Zeit immer den gleichen Tiefton-Bass irgendwo wahrgenommen, das heißt, ein bisschen mehr Struktur und Differenzierung hätte da noch gut getan, aber für ein Streaming-Film, muss ich dazu sagen, war ich echt überrascht. Bild- und Tonqualität sind wirklich auf einem guten Niveau. Kommen wir zum Fazit. The Lego Movie 2 ist eine klassische Fortsetzung. Er macht alles, was der erste Teil gemacht hatte, noch einmal neu. Was bei Eiskönigin in meinen Augen hervorragend funktioniert hat, um mal einen Animationsfilm zu nennen, der eine ähnliche Rezeptur verfolgt im zweiten Teil, fallen mir bei Lego The Movie 2 allerdings Abnutzungserscheinungen wirklich ins Auge. Der Film ist irgendwie so wirklich die klassische Fortsetzung. Ich würde eher sagen, es ist so ein bisschen wie bei Shrek 2. Es ist ein Film, er funktioniert, man kann ihn gucken, aber er erreicht die Qualitäten vom ersten Teil bei weitem nicht. Für mich bleibt ein solider Animationsfilm, den ich mit 3 von 5 Sternen bewerte, für eine klassische Fortsetzung, die Qualitäten vom ersten Teil leider nicht erreicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Je nach freier Zeit gucke ich mehr oder weniger Filme, meist über die bekannten Videodienste Amazon Video und Netflix. Wenn ihr nicht verpassen wollt, welche Filme sich lohnen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke.